Mit Cap sehe ich aus wie so ein Hans, du Wurst, Alter. Okay, Leute, heute mal mit Cap, da ich gerade einfach keinen Bock hatte, meine Haare zu machen und die nach dem Duschen immer sieht, das ist ein kompletter Busch, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Jo, Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Video, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute, ihr merkt wieder, ich... Junge, kannst du bitte deine Fresse halten, nicht so rumschreien, Alter? Zieh dir mal deinen Schlafanzug aus, Digga. Verpiss dich aus meinem Haus! Leute, ich bin wieder richtig gut drauf und heute haben wir vor, auf Leon Content sein Video zur Trennung zu reagieren, also sein Statement, wieso wir uns getrennt haben. Hat inzwischen schon 280.000 Views nach 2 Tagen und geht 4 Minuten 50, Leute. Ich habe das Video extra nicht angeguckt und das machen wir jetzt nämlich gemeinsam, liebe Freunde. Ich klicke jetzt mal drauf, mache kurz Pause, denn ich muss mir ja meine Ohrenhörer in meinen Kopf befördern, liebe Freunde. Bevor das Video losgeht, natürlich bedanke ich mich erstmal bei den übermotivierten und den Glocke aktivierenden Pissern aus meiner Community. Ihr seid die heftigsten Leute, ihr wisst es. Und ja, falls ihr schon jetzt dazugehören wollt, Leute, weil ihr merkt, einfach heftigster Kanal auf ganz YouTube, drückt einfach hier auf Abonnieren drauf und aktiviert die Glocke. Und seid einfach jeden Tag bei Daily-Videos dabei, Leute. Ihr wisst Bescheid, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich mache hier mal schön auf Großbildschirm. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe mir überlegt, wegen den ganzen Fragen, warum unsere... Okay, warte, ich brauche nur eine Antwort. Gleich zum Anfang will ich nur eine Sache wissen. Warum ist diese Marie in diesem Video? Und warum haben die beide Jumpsuits an, Leute? Ja, okay, nein, die Jumpsuits sind an sich ganz nice. Bandana muss ich und werde ich nie verstehen, Leute. Sorry, wenn irgendjemand von euch ultra gern Bandanas trackt. Sorry, wenn irgendjemand von euch ultra gern Bandanas trackt. Sorry, wenn irgendjemand von euch ultra gern... Sorry, wenn irgendjemand von euch ultra gern Bandanas trägt, aber ich finde, das sieht meistens einfach irgendwie so ein bisschen lächerlich aus. Das ist nicht mein Bier, Leute. Das ist nicht mein Bier. Darüber will ich jetzt gar nicht hier quatschen. Aber was macht dieses Mädchen da neben ihm? Beziehung vorbei ist, warum alles gerade so ist, wie es ist. Sie guckt auf jeden Fall mega entgeistert. So. Ein bisschen darüber zu erzählen und sie ist gruselig. So grob zu sagen, warum die Beziehung aus ist. Und Leute, ich lade das YouTube-Video ungeschnitten hoch, also nicht wundern, ich bin gerade einfach... Oha! Dieses Mädchen ist saugruselig! Was ist aber ihre Mission so? Will die... Ist das ihr Trennungsvideo, ja? Ah, ich verstehe, sie ist wahrscheinlich Hashtag Supporter Number One. Ein paar mehrere Stunden zu sehen und das Video zu schneiden und ja. Wie sie also, guckt? Hä? Ich und Rick sind seit dem 11.02. zusammen gewesen und anfangs war wirklich alles supi in der Beziehung. Wir supi. Hatten keinen Streit, wir hatten gar nichts. Gar kein alles Streit. War gut, also die ersten Monate. Ich will ja nichts sagen, aber die ersten Monate in einer Beziehung läuft alles immer gut. So, da ist man verliebt, da hat man eine rosarote Brille auf, Leute. Das ist einfach so, die ersten Monate einer Beziehung sind immer nice. Und dann kommt es halt, dass man die Person erst richtig kennenlernt und merkt halt so, okay, wo sind auch die Sachen, die unangenehmer sind, die Sachen, mit denen man umgehen können muss. Und dann wird eine Beziehung schwer und dann muss eine Beziehung halten, Leute. Ich will euch gar nichts groß vormachen an dieser Stelle. Bei mir sind Beziehungen meistens auch so nach gut einem Jahr auseinandergegangen. Aber die ersten Monate der Beziehung, das kann euch jeder sagen, die sind immer schön. Die sind immer schön, Leute. Irgendwie nach einer Zeit angefangen... Dass wir öfters kann mir einer erklären, was diese Marie da macht? Sie streitet einfach meist ohne richtigen Grund. Also es waren einfach diese kleinen Streitigkeiten. Also ich habe was dagegen. Ich mag das nicht, wenn man Statement-Videos macht zu Sachen, die zum Beispiel nur jetzt in dem Fall nur ihn und so seinem Ex-Freund was angehen, wie auch immer. Und man setzt dann immer noch Leute dazu, so mäßig auf hier meine Klicks, so. Was macht sie denn gerade? Sie guckt einfach nur wie so ein vergeistertes Männchen in die Kamera. So, keine Ahnung. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Und das Ding ist, wir haben unsere Beziehung Anfang Juni, ich glaube 1. Juni, halt in die Öffentlichkeit gezogen. Also wir haben gesagt, öffentlich, wir sind zusammen, wir sind ein Paar und wir dachten halt, das wäre die beste Entscheidung. Was ich meiner Meinung nach nicht so finde, weil das Ding... Ich will ja nichts sagen, ne?
Aber ihr dachtet, das wäre die beste Entscheidung. Klar, ihr macht beide Social Media, klar, ihr wusstet ganz genau, das ist was Besonderes, das gab's davon nicht. Ich find's auch überhaupt nicht dumm. Ich fand's an sich mega schlau. Es ist der größte Push, den ihr euch gegenseitig hättet geben können. Aber für eure Beziehung ist es an sich halt einfach das Schlechteste, was hätte passieren können. So, keine Frage, habt ihr jetzt gemerkt. Aber andererseits, dadurch, dass die jetzt nach der Beziehung, unter meinem letzten Video haben Leute geschrieben, ja, jetzt machst du's ja in die Öffentlichkeit. Leute, ich mach gar nichts in die Öffentlichkeit. Ich mache ein Unterhaltungsvideo dazu, weil die sagen, sie machen nichts in die Öffentlichkeit, posten aber ihre ganzen Stories voll, ihre ganzen Musical.ly's voll mit ich liebe dich immer noch und weinen dies, das. Leute, sie ziehen das komplett in die Öffentlichkeit. So, sie sagen, wir wollen das nicht in die Öffentlichkeit ziehen. Was tut ihr mit so einem Statement-Video? Ziehst du es in die Öffentlichkeit so? Dieses Statement-Video ist schon die Hälfte vorbei und so, überhaupt nicht aussagekräftig so. Sorry for rusting aus, aber ist einfach so. Ich finde schon gut, dass jeder weiß, ich bin mit Rick zusammen und dass jeder weiß, die sind ein Paar und so. Aber das Ding ist, wir haben uns jetzt die letzte Zeit einfach nur gesehen auf Events. Ich liebe Events, ich liebe es, euch zu treffen, mit euch Bildern zu machen. Alles dies, das. Und jemand soll mir sagen, was diese Mission von der Marie ist. Jetzt sofort. Ich habe keine Zeit mit Rick. Ich habe nur diese Zeit halt da. Rick ist da, ich bin da, aber wir haben keine Zeit zusammen. Und jetzt hat sie so Fußbett gefunden an ihrem Fuß. Meist sehe ich Rick nur auf Events, weil Rick so weit weg wohnt und ich wohne in Frankfurt, er wohnt in Berlin. Dieses Gesicht von ihr ist so komisch. Warum guckt sie denn so komisch? Sie guckt ja so. Ich würde es ja verstehen, würde sie daneben sitzen, ihm so zuhören, so nicken, okay. Aber sie guckt so. Man denkt so, sie hat einen Geist gesehen, guckt euch das an. Und? Das lenkt ab, sorry, aber ist so. Das meiste ist, wenn wir auf Events sind, dass wir irgendwie Streit haben. Es ist einfach so, dass... Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist einfach so, dass wir dann halt auf diesen Events meistens mal Streit hatten, weil... Keine Ahnung, vielleicht ich fand, dass Rick zu wenig mit mir gemacht hat oder Rick fand, dass ich zu wenig mit ihm gemacht habe. Das Ding ist, wir konnten einfach nicht so viel zusammen machen. Wir konnten einfach nicht so viel zusammen machen, weil es ein Event war. Wir mit euch Bildern gemacht haben, Videos, was ich auch mega, mega cool finde. Zu dem Punkt einfach nur kurz eine Aussage. Ich kenne das. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es beiden denen ihr Beruf ist. Ich gehe davon aus, dass beide damit Geld verdienen. Sie haben eine Modekollektion veröffentlicht. Sie verdienen beide damit Geld. Auch obwohl sie noch unter 18 sind, verdienen beide damit Geld so. Diese Events sind für die wie arbeiten gehen. So, die gehen dahin, die müssen arbeiten. Und wenn du arbeiten bist, kann ich mir gut vorstellen, dass das Schlimmste, was sein kann, ist, dass dein Partner auch da arbeitet, wo du arbeitest. Und in dem Fall, wenn die beide auf den gleichen Events sind, sehen die sich auf der Arbeit sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Und sehen sich dann nur in so einem Arbeitsverhältnis und haben dann nicht viel Zeit für das Private. Verstehe ich an der Stelle voll, aber sowas muss man halt ausmachen. Sowas muss man vorher besprechen. Man muss dann sagen, ey, okay, komm, wir fahren beide 2 Tage früher in die Stadt oder wir bleiben 2 Tage länger und haben dann noch Zeit für uns, aber auf den Events konzentrieren wir uns zu komplett auf diese Arbeit sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Wisst ihr, was ich hier meine? Ey, da kannst du dir ja mal eine Scheibe von abschneiden, ey. Wow. Sie lenkt mich so ab. Diese Augen. Dass wir einfach nichts mehr zum Beispiel alleine gemacht haben. Wir haben uns gar nicht mehr alleine getroffen, weil es einfach nicht möglich war. Ich gucke sie einfach nicht mehr an jetzt, wirklich. Was macht sie in dem Video? So, dass wir uns da sehen konnten, aber es hat uns, glaube ich, einfach nicht gut getan, uns nur zu sehen und... Verstehst du es, Marie? Ja, ich habe ja auch alles mitbekommen schon, die ganze Zeit. Sie kommt zu Zug! Sie darf auch mal reden, sie redet jetzt. Bei einem Statement, wo man sie gar nicht reden hören will. Aber egal, sie redet jetzt, Leute. Und ja, es war halt einfach nicht mehr so eine richtige Beziehung, weil es einfach immer Streit gab und dann Auseinandersetzungen und dann war das... Streit gehört zu einer Beziehung dazu. Marie ist gerade bei mir und unterstützt mich. Ja. Ich war um 8 schon kurz wach und bin jetzt rüber in sein Hotelzimmer, weil er es unbedingt wollte. Okay, wen interessiert das gerade? Ja, ich habe die ganze Zeit geweint und habe sie angerufen, ob sie kommt. Mann. Ja, okay, muss man das Ganze jetzt noch pushen? Das ist so, mir geht's so schlecht. Ich habe sie angerufen und sie ist meine beste Freundin. Merkt ihr, dass sie meine beste Freundin ist? Ich habe sie angerufen und sie ist jetzt da. Das müsst ihr alle wissen. Alle 300.000 Klicks, die das gesehen haben. Ihr müsst das wissen, Leute. Mach ich doch gerne. Oh, mach ich doch gerne. Aber Leute, das Leben geht weiter. Man verliebt sich neu. Und
Ja, auch wenn es vielleicht gerade richtig weh tut. Viele von euch sind traurig, ich bin auch traurig, aber das Leben geht weiter, wie gesagt, und das, was passiert, passiert nicht ohne Grund. Wurde mir so oft gesagt und so ist es auch, Leute. Wir werden einfach sehen, was die Zukunft uns bringt. Wo ist der Sinn dieses Statement-Videos? Ja, ich habe euch ganz doll lieb. Ja, ich dich auch. Ich lasse sie jetzt einfach so, mach das. Ob's ungeschnitten, ja, klar, ist. Egal. Nee, nee. Ja, mach. So. Ja, lach, Marie, lach. Wink, wink. Nein, kein Küsschen, danke. Okay, Leute. Okay. Wow. Okay, Statement zu dem Statement-Video ist einfach, was soll man dem denn entnehmen? Was hast du denn jetzt gesagt? So, überhaupt nichts Aussagekräftiges. So, an sich finde ich das sogar gut, weil jetzt da mit diesem Video jetzt keine Welle geschoben wurde. Aber andererseits finde ich es halt wieder mega komisch, weil die sich unter ihre Livestreams noch kommentieren. Also wenn einer live geht, kommentiert der andere, ich liebe dich, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich kann mir halt gerade voll gut vorstellen, dass das alles halt jetzt gerade Beef ist und die dann wieder zusammenkommen. Dann hat noch mehr Reichweite drumherum geschlagen. Keine Frage, ich will auch nichts dagegen sagen. Ich bin ja selber jemand, der zu dieser Reichweite dazu führt, der da mitmacht, so. Ich push das Ganze ja auch mit diesen Videos, dass ich diese Videos mache. Aber ich finde es gerade einfach nur mega unnötig, weil halt die Sätze fielen. Wir halten das aus der Öffentlichkeit raus. Und boom, Junge. Du siehst überall Screenshots, du siehst überall Bilder, du siehst alles so. Es ist so, ja, keine Ahnung. Ist natürlich klar eure Entscheidung, aber es ist... Ja, es ist einfach, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Leute, mich interessiert aber wirklich hart eure Meinung. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt sie mal jetzt sofort in die Kommentare. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, Leute, abonniert mich gerne hier auf YouTube und aktiviert die Glocke. Ansonsten könnt ihr mir auch auf Instagram folgen. Dort können wir alles weitere regeln. Ihr könnt mir dort DMs schreiben. Ihr seht meine privaten Beiträge. Alles mögliche. Abstimmungen könnt ihr mitmachen. Folgt mir mal auf Instagram hier. Das lohnt sich schon, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Eure Meinung in die Kommentare. Wichtig, ich will die durchlesen. Und yes, liebe Grüße gehen raus. Leon, Marie, habt ihr super gemacht. Marie, vor allem du. Das war dein Applaus, Marie! Woo! Okay, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!